Hallo ihr Lieben, so jetzt melde ich mich auch mal wieder mit einem neuen Video und zwar, wie ich ja schon bei Insta angekündigt habe, bin ich ein bisschen am Aussortieren und Aufräumen. Wir erwarten ja in circa 1,5 Monaten Familienzuwachs und ja, ich habe mich diesbezüglich oder auch deswegen oder einfach so, weil ich nicht wirklich viel zum Basteln komme, aufgrund meiner gesteigerten Körperfülle. Also ich schaffe gerade mal so die Wochendeko. genau, habe ich mich jetzt dazu entschieden, einfach mal ein bisschen auszusortieren und mich von einigen Sachen zu trennen. Momentan fiel der Fokus extrem auf dieses Regal hier mit Papier, die Sprite und die Schokolade bitte ich zu ignorieren. Ich leide etwas unter Gelüste essen. Ja, jeder, der schon schwanger war, der kennt das. Es ist echt gemein. Zum Glück hält sich's noch sehr in Grenzen. Genau. Ich habe mich meinem Papier gewidmet. Ich hatte ja hier unten diese Kästen knallvoll, also wirklich überfüllt. Das war nicht mehr lustig. Wirklich nicht. Da hat sich so viel gehortet und ich bin hier auch ehrlich gesagt noch nicht zufrieden. Also ich werde da nochmal durchsortieren und gucken, ob ich da noch Blöcke habe, die raus können, die unter Umständen dann noch in die Kartons reingehen. So ein, zwei Blöcke pro Karton dann vielleicht noch. Ich habe jetzt hier momentan 4 von diesen Kartons stehen. Die sind komplett bunt gemischt. Ja, wie gesagt, es sind allerlei Blöcke drin, also es sind kleine Blöcke drin, gerade von diesen 10x10 Blöcken. Es sind schon ein bisschen größere Blöcke drin. Dann ist hier so holographisches Papier. Es ist auch hier zum Beispiel so ein Paperblock drin. Ja, für den habe ich auch nicht wirklich, leg es mir jetzt mal auf den Schoß. Für den habe ich leider auch nicht wirklich Verwendung. Und ja, oder er fällt runter. Genau. Also es ist wirklich sehr, sehr viel drin. Und ja, es wird halt aber leider auch nicht verwendet. Es kann auch sein, es kann auch passieren, dass mal Einzelblöcke drin, Einzelblätter drin sind, nicht Blöcke. Ja, und auch mal Papier von Weltbild oder sonstiges, woher das Papier kommt, zumeist von Teddy, Woolworth und Acton. Genau, für einen Karton hätte ich gerne 25 Euro inklusive Versand. Also ihr seht schon, bei dem, was ihr jetzt bisher entdecken konntet, ihr wisst ja selber, diese Blöcke hier sind zwar jetzt nicht megamäßig, aber ich glaube, den hier, den hatte ich sogar von Woolworth und Woolworth will ja wirklich für diese Blöcke 5 Euro. Also, und ich denke, ich werde da die Lücken auch noch ein bisschen stopfen und noch den ein oder anderen Block mit reinpacken. Ich würde mich freuen, wenn die rausgehen würden und das halt echt zeitnah. Momentan kriege ich das noch körperlich ganz gut hin, aber ich weiß ja nicht, wie es in 1,5 Monaten aussieht. Ihr wisst ja selber, wie wie das Bauchwachstum so in den letzten 4 bis 6 Wochen einer Schwangerschaft immer aussieht. Da explodieren die Bäuche ja regelrecht, weil die Kleinen halt auch Platz drin brauchen. Genau. Jetzt kriege ich das noch ganz gut hin und mir wäre es halt echt ein Anliegen, dass die Sachen in gute Hände kommen. Dass sie halt auch wirklich jemand gebrauchen kann. Und dass sie hier nicht irgendwie, ja, in der Ecke stehen und einstauben. Ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Warum man sich, ja, von sowas trennt. Notgedrungen möchte ich sie nicht verbasteln. Ich will sie jetzt echt nicht noch 2, 3 Jahre rumliegen haben, weil das, ja, weiß ich auch nicht. Bringt ja auch nichts. Genau. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne. Schreibt mir einfach unter das Video. Wie gesagt, 4 Pakete gibt es. Wenn 4 Leute sich gemeldet haben,
Es hat Ende. Genau. Am schnellsten und liebsten wäre es mir per PayPal, Freunde. Weil dann kann ich das nämlich fertig machen. Da kann ich meinem Mann vielleicht schon den ein oder anderen Karton morgen aufs Auge drücken, dass er es wegbringt. Und ja, genau. Also wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne. Ich freue mich riesig drüber, wenn ich Abnehmer für diese wunderschönen Schätze finde. Es ist auch kein Karton wie der andere. Also es sind alle wirklich komplett bunt gemischt. Genau. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen richtig schönen Sonntag. Bleibt auf jeden Fall gesund und positiv und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.